Heute gibt es wieder meinen nachhaltigen Kleiderschrank. Ich zeige dir, was ich in 2 Wochen getragen habe. Du hast so abgestimmt im Community-Tab und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Mein nachhaltiger Kleiderschrank soll dir zeigen, dass man nicht alles neu kaufen muss. Also ich habe mich ja entschieden, alles, was ich neu nachkaufen muss, dass ich das in Fair Fashion kaufe und den Rest, den ich so auf dem Markt finde, Secondhand und so weiter, den kaufe ich eben so. Und ich möchte dir mit diesem Format natürlich zeigen, dass es absolut gut geht, sich mit Secondhand-Mode richtig gut einzukleiden. Und es sind sogar 2 Kleidungsstücke, während ich weg war, wieder dazugekommen. Und da war ich total baff. Aber wir legen jetzt mal los. Ich habe hier wieder mein kleines Zettelchen, wo ich mir aufgeschrieben habe, wann ich was anhatte. Diesmal war ich so schlau, dass ich es gleich aufgeschrieben habe. Und ich würde einfach sagen, wir legen los mit Outfit Nummer 1. In Outfit Nummer 1 habe ich den grauen Pulli von Esprit an. Und zwar diesen mit den Trockenblumen. Soll aus der Kinderabteilung sein. Den hatte ich mal auf dem Flohmarkt gekauft und gesehen, so 2XL. Ich trage kein 2XL, ich bin relativ klein, ich trage aber L. Und ich wollte den erst so liegen lassen, habe dann mir den so hingehalten, habe dann gesehen, so passt eigentlich. Und ihr habt mir dann gesagt, ja, das ist aus der Kinderabteilung, deswegen ist es so groß. Dazu habe ich eine blaue Esprit-Hose angehabt, die hat mich 2,50 Euro gekostet bei uns im Secondhand-Kaufhaus. Und die ist ein bisschen zu groß. Das ist so ein bisschen das Manko. Ich habe 42 in, also bei meinen Hosen und das ist 44. Und ich habe die jetzt schon einmal gekocht. Da ist nicht so viel passiert. Ich versuche die nochmal zu kochen, aber nicht hintereinander. Ich will halt auch nicht, dass sie kaputt geht. Und dazu habe ich meine hohen Chelsea Boots angehabt. Die kann ich zum Autofahren nicht anziehen, weil eben durch das Plateau, da habe ich überhaupt kein Gefühl. Dazu ein Halstuch, das muss einfach sein, wenn es kalt ist. Jetzt gerade im Moment, wo ich den Sprechpart aufnehme, ist es so warm, ich trage Jeansjacke. Also das Wetter hat gerade wirklich so richtig krassen Knall. Und dazu trage ich meinen Kordmantel, den könnte ich jetzt erstmal gar nicht anziehen. Da muss es richtig kalt sein, weil sonst schwitzt du richtig krass ab. Outfit Nummer 2, da trage ich ein blaues Tok Tok T-Shirt. Ich werde dir mal Tok Tok unten in der Infobox verlinken. Ich finde, das ist einfach eine richtig tolle Marke. Ich bin mit den Sachen so zufrieden. Ich habe Socken von denen. Da hat noch keiner wirklich ein Loch. So meine ersten 3, die ich mir gekauft hatte, die gehen jetzt so ein bisschen auf. Ja, also da ist hinten schon ein bisschen was weggerieben und so. Gab es bei den H&M Socken, die ich mir früher mal gekauft habe, nicht. Die sind dann gleich kaputt gegangen. Und die Qualität von dem T-Shirt, das ist so hochwertig. Ich habe mir jetzt eine Leggings bestellt. Bin gespannt. Also bis jetzt bin ich mit diesen Sachen sowas von zufrieden und es gibt halt schon einen wesentlichen Unterschied zu den Sachen, die halt im Fast-Fashion-Bereich auf dem Markt sind. Das ist der Wahnsinn. Dazu habe ich meine gestreifte Strickjacke angehabt. Die habe ich mir auch secondhand über Jubab bestellt. Falls du Jubab nicht kennst, das werde ich jetzt auch mal unten rein verlinken. Da kannst du Secondhand-Mode bestellen und zwar sind die Sachen in so einer erschreckend guten Qualität anhand dieser Statistik, jedes Kleidungsstück nur 3-mal getragen, das kommt da vollkommen zur Geltung. Da habe ich dann meine neue Jeans dann angehabt und zwar hat mir nicht 1,50 gekostet. Und die passt von der Länge. Also das ist für mich, ich bin 1,59 Meter, ist es ein Weltwunder. Ohne Witz. Also wenn ich meine Jeans finde, die von der Länge findet, von der Länge passt, dann ist es einfach richtig heftig. Also die passt auf alle Fälle von der Marke Cecile, glaube ich. Würde ich mir so, hätte ich mir so niemals gekauft, aber Secondhand ist halt auch so eine Sache, da greifst du dann auch auf Sachen und Marken zurück. Die hättest du vorher niemals gekauft. Und dazu trage ich meine braunen Chelsea Boots wieder, also die hohen. Outfit Nummer 3 besteht natürlich wieder aus der Jeans, die ich beim letzten Outfit getragen habe. Da trage ich allerdings den schwarzen, dicken Pulli von Gina Tricot. Das war auch, da habe ich auch fast nur Sachen gekauft, die ich heute noch habe.
Ja, also die Sachen, die ich bei Gina Tricot damals gekauft hatte, ist natürlich auch Fast Fashion, aber das waren zufällig wirklich alles Sachen, die ich bewusst gekauft habe. Also das war früher für mich auch immer so ein Problem, dass ich unbewusst Sachen gekauft habe, einfach nur zugegriffen habe und die dann nie so hundertprozentig getragen habe. Jetzt ist das Bewusstsein natürlich zu 100% gegeben, weil wenn ich was suche, gerade im Secondhand-Bereich, das gibt es natürlich nicht immer. Und da muss ich natürlich ein bisschen mehr hingucken. Dazu trage ich meine schwarzen Chelseas, weil es halt einfach zum Pulli besser passt. Meine schwarze H&M-Jacke, die ist natürlich bei der Kombination ein bisschen besser, ist nicht ganz so dick. Wenn es richtig kalt ist, friert es mich da dann schon auch so ein bisschen. Merke ich jetzt, wo ich den Kordmantel habe. Meine braune Mütze und meinen grauen Schal trage ich dazu. Ja, das war's. Outfit Nummer 4. Wir fangen jetzt mal mit dem Schmuck an. Ich habe einen quadratischen Ring am einen Finger und an dem anderen Finger einen runden mit einem Mondstein. Von dem quadratischen, da weiß ich nicht, was für ein Edelstein das ist. Das könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Mein Löffelarmreif, den habe ich mir mal herstellen lassen. Bei uns ist einmal im Jahr das Kulturufer und da war ein Schmied und da konntest du Besteck mitbringen und daraus Schmuck herstellen lassen. Und das ist so ein Armreif davon. Ich habe da noch eine Gabel und ich habe eine Kette habe ich auch noch. Dann habe ich schmucktechnisch noch die Kugelkette dazu getragen, mit diesen orangenen Kugeln dran. Die habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ich finde die richtig klasse. Also das ist halt wirklich übelstes Plastik. Aber so lasse ich mir Modeschmuck noch gefallen. Ich möchte halt dann schon, dass eben Secondhand kaufen, dass es ein bisschen in die oldschoolere Richtung geht. Und das ist tatsächlich eine alte. Also ich habe da damals auch gefragt, als ich sie gekauft habe. Dazu habe ich den schwarzen Maschenpulli an von H&M. Der ist schwierig, da bleibt man sehr schnell dran hängen und zieht die Maschen raus. Er ist deswegen auch relativ dünn und bei manchen Kleidungsstücken weiß man halt einfach, warum derjenige das Kleidungsstück loshaben wollte. Finde das Ding nicht so ganz einfach, also ich habe ihn auch nicht ganz so oft an. Dazu habe ich wieder meine 1,50 Hose an, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Die Jeans, die ich mir als allerletztes gekauft habe, die einfach perfekt passt. Und auch super bequem ist, die hat einen sehr hohen Stretchanteil, deswegen passt sie wahrscheinlich auch richtig gut. Und zu der ganzen Sache trage ich meine braunen Chelsea Boots. Beim Outfit Nummer 5 habe ich eigentlich nur den Pulli ausgetauscht. Und zwar habe ich dann einen braunen Pulli getragen, den habe ich auch von Jubab bestellt. Und der hat mir auch nicht viel gekostet, ich glaube 10 Euro oder so. Und die Sachen, wenn du sie bei Jubab bestellst, die sind fast neu. Das ist wirklich jedes Mal erschreckend. Und er ist nicht sonderlich dick, aber es passt auf jeden Fall. Ich mag nicht zu dicke Pullis. Jetzt hat das Wetter ja auch die ganze Zeit bewiesen, zu dick muss es nicht sein. Die gleiche Hose habe ich wieder an, weil die halt einfach unwahrscheinlich gut passt. Und die gleichen Schuhe. Also es ist für mich am allereinfachsten. Entweder T-Shirt und Jeans oder Pulli und Jeans, das ist für mich so das, was ich alltäglich halt meistens trage. Outfit Nummer 6. In dem Outfit Nummer 6 trage ich einen Pulli, den habe ich jetzt schon öfters angehabt, den mögt ihr aber ganz gerne. Den habe ich bei mir aus dem Kleiderladen. Ist ein H&M-Pulli, hat so halbe Ärmel, durch das ist er so ein bisschen puffig. Und er muss leider mit der Hand gewaschen werden, sonst flust der ohne Ende. Beim ersten Mal, als ich den gekauft hatte, habe ich den in die normale Wäsche getan. Der hat Haare gelassen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber mit der Handwäsche geht es lustigerweise. Ist aber schon Synthetik, ein Haufen drin, habe ich jetzt gesehen. Und zwar trage ich eben diesen schwarzen Pulli, eine schwarze Leggings. Ich habe mir jetzt eine neue bestellt bei TokTok, wie gesagt, weil meine einfach aufgeben. Dazu trage ich meine schwarzen Chelsea Boots, passt einfach am allerbesten. Braune Schuhe würden da einfach gar nicht dazu passen. Meine kleinen Ohrringe, und zwar die runden. Dazu trage ich eine Kette, die habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist aber auch Modeschmuck mit einem kleinen Stein unten dran, mit einem blauen. Und ich trage wieder zwei Ringe. Zum einen den silbernen und den mit Türkis. Bei dem mit dem Türkis ist es schon ein bisschen schwierig, der ist ein bisschen eng bei mir auf den Fingern. Hatte ich gestern auch dran, dann habe ich fast nicht mehr abgekriegt. Also das ist jedes Mal so ein bisschen ein Drama mit dem.
Kommen wir zum Outfit Nummer 7. Und zwar trage ich hier eine Korthose, die habe ich auch auf dem Flohmarkt gekauft. Also da schaue ich auch ganz oft hin. Beim Flohmarkt ist es meistens so, ich habe so, was Hosen betrifft, so ein bisschen eine ungünstige Größe. Und da kaufe ich mir meistens keine Hosen. Bei der Korthose war es so, da war noch eine zweite dabei, die habe ich aber wieder weggegeben. Ich mir gedacht, hey, komm, egal, wenn sie nicht passt, scheiß drauf. Und es hat dann doch gepasst, Gott sei Dank. Also ich konnte mich dann doch so einigermaßen gut abschätzen. Und dazu trage ich einen grünen Pulli, den habe ich auch vom Flohmarkt. Da bin ich an den Stand rangelaufen, habe den gesehen und hatte ein grünes T-Shirt an. Und das Mädel, was da saß, meinte dann noch zu mir, ah, sie stehen auf grün, dann müssen sie den unbedingt mitnehmen und so. Da weiß ich die Marke nicht von dem Pulli, ist ja auch nicht so wichtig, aber da wurde halt einfach alles rausgeschnitten. Dazu trage ich eben drunter so ein schwarzes T-Shirt, weil der Ausschnitt halt doch schon ziemlich krass ist. Also mir ist es dann doch lieber, wenn das dann so, ja, nicht ganz so offensichtlich ist. Und mal davon abgesehen, trage ich zu der Zeit ja eh meistens immer was unter den Pullis. Dazu trage ich eine rote Kette, die habe ich früher von meinem Brieffreund geschenkt bekommen. Wir sind immer noch befreundet auf Facebook, er kommt aus Wien und er hat mir die Kette damals mal geschenkt. Das, auch hier weiß ich den Edelstein nicht auswendig. Ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Dazu trage ich wieder ein Halstuch, meine braune Mütze und meine grüne Bomberjacke. Die ist auch, da habe ich auch gedacht, das sei eine Übergangsjacke, ist aber auch zu warm. Also das heißt, ich brauche eine neue Übergangsjacke, weil meine Jeansjacke einfach schon ein bisschen aufgibt, die grüne. Also da ist schon, die habe ich schon so lange, die hat so Stellen, die sind schon relativ dünn. Ja, kommen wir zum letzten Outfit und das wäre heute. Und zwar trage ich heute meine Bluse von Zara. Das ist die, wo unten so ein bisschen weiter ist, die Punktebluse. Dazu trage ich, habe ich auch Secondhand gekauft. Ihr guckt einfach mal bei YouWorld. Wenn ich gar nichts dazu sage, ist es meistens immer Secondhand. Dann habe ich die Mavi Jeans, die habe ich eben auch von YouWorld. Die war neu. Die war einfach neu. Und ich habe 10 Euro bezahlt oder so, keine Ahnung. Dazu trage ich eben meine schwarzen Chelsea Boots. Passt einfach am allerbesten. Und Ohrringe habe ich heute auch drin. Die habe ich jetzt aber nicht in Nahaufnahme gefilmt, habe ich vergessen. Das sind meine größeren Kreolen. Habe ich mal von meinem Vater geschenkt bekommen, von den Silber. Und bei Modeschmuck, bei Schmuck ist es so, dass ich echt Schmuck kaufe, lieber wenig Schmuck habe und keinen Modeschmuck mehr kaufe. Weil es ist nun mal Fakt, die Sachen laufen an, die gehen kaputt und sind irgendwann nicht mehr schön. Und ich habe nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil Modeschmuck, den ich immer noch trage. Wie beispielsweise die Kugelkette, die ich jetzt in diesem Video getragen habe. Ja, der Rest ist einfach kaputt gegangen und war irgendwann mal so hässlich. Ja, ich will euch mit diesem Video einfach zeigen, dass ihr euch einfach auch mal anderweitig umguckt. Nicht stur irgendwie in H&M rennt oder so. Sondern einfach wirklich auch mal guckt, was kann ich Secondhand kaufen. Weil wenn du Secondhand kaufst, dann kannst du auch gucken, dass du wirklich hochwertigere Kleidung kaufst, wenn sie neu sein soll. Ja, eben mit fairen Bedingungen. Und da guckt TokTok eben schon darauf, dass es faire Bedingungen sind. Die haben eben auch ihre Siegel. Bio-Baumwolle etc. 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 Und dass eben die Arbeiter, die die Kleidungsstücke produzieren, auch gut bezahlt werden. TokTok wird, glaube ich, in Deutschland hergestellt. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es dir unter dem i. Ich melde mich jetzt mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.